Klappe die erste mit Alex. Also ich bin Lena, oh, ich wollte gerade Alex sagen. Ich bin Lena und ich spiele Alex. Alex zu 100%. Wir viele Ähnlichkeiten haben, nicht nur oberflächlich jetzt vom Style, sondern auch Charakterzüge. Was mir wichtig war, ist, dass Alex lustig ist und nicht zu spießig. Ja, und eine Draufgängerin. Ich wollte nicht, dass sie langweilig ist. Wir wollten schon immer in Richtung Schauspiel. Und als die Chance dann mal da war, war es natürlich mega krass für uns. Aber trotzdem haben wir uns erstmal die Zeit genommen, um das Handwerk auch zu lernen. Ich hoffe wirklich, dass man auch einfach eine Chance bekommt und nicht nur diesen Influencer Stempel, sondern vielleicht, dass Leute auch sagen, krass, hätte ich nicht erwartet. Wir wollen versuchen, die Leute zu überzeugen und dafür wollen wir erstmal hart arbeiten. Dann haut doch einfach alle ab! Mann! So, die Vorbereitung war eigentlich ziemlich easy. So, für mich war es einfach Skaten und natürlich Schauspielunterricht. Ich habe Muskelkater, wie keine Ahnung was. Ich bin echt gespannt, ob ich am fünften Tag überhaupt noch gut die Treppen runterkomme. Mit Tom hat ja Alex diese Kussszene. Ich bin schon, was so körperlich angeht, boah, okay, ich muss jetzt wirklich abschalten, ich muss es trennen können. Ich bin jetzt nicht gerade Lena, sondern ich bin gerade Alex. Bei der Vorbereitung waren schon ein paar Leute involviert. Gerade beim Skaten waren es auch viele Stuttgarter, die ich schon kannte. Ich habe mir noch nie was gebrochen beim Skaten und jetzt beim Dreh, habe ich meinen Finger einmal umgeknickt. Ich kann nicht meckern, ich habe nur blaue Flecke und mein Knie ist ziemlich zerschrammt, aber es gehört halt dazu. Ich hatte einen Stunt-Double, einmal im Freibad jemand, also ich springe vom Zehner. Kann mein Stunt-Double dann vielleicht was Cooles machen, so ein Vorwärtssalto oder so? Weil jeder denkt ja, ich bin das gewesen, also das ist ja das Geile, so. Beim Skaten, übel heftig, war Fiona mein Stunt-Double. Ja, aber schon lustig so. Fiona wurde dann zurechtgemacht, hatte meine Perücke auf. Und ich kenne das ja schon, ich bin ja Zwilling, weißt du. Lisa und ich, wir verstehen uns schon mega gut. Auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, langsam geht so jeder seinen Weg. Und das ist so das Schöne am Film, weil gerade Alex und Juli erzählen auch ein bisschen die Geschichte. Aber im Großen und Ganzen spiegelt der Film oder die Rollen schon noch unser echtes Leben ein bisschen wieder. Ich bin so ein Fan von Jebel und Sinje. Ich bin ihnen übel dankbar, dass sie bei dem Projekt überhaupt mitmachen. Wir durften so viel lernen von beiden. Die haben uns so wirklich so mitgezogen, so viele Tipps gegeben. Wir haben ja den Stunt schon geübt, also wir hatten beim Produktionsbüro vor Drehbeginn haben wir geübt, wie es so ist in den Seilen. Ich will meine Stunts selber machen. Es war nicht schlimm für mich, ich mag sowas voll. Das reizt mich, irgendwie haben voll viele so ein großes Ding draus gemacht. Also es klingt voll kitschig, aber irgendwie hat so jeder Tag Spaß gemacht, aber es gab schon so meine Favoriten. Ich hatte so einen Dönerfight mit Anton, beste. Es war einer der schönsten Zeiten, die ich je hatte. Wenn du deinen Traum leben darfst, wenn du wirklich das machen darfst, was dir Spaß macht und vielleicht machst du es auch noch gut. Heute ist so ein geiler Tag, weil wir dürfen skaten! Kassel fand ich Hammer, weil wir da auch richtig skaten durften. Weil wir hatten ja alle, glaube ich, so 15 Minuten Zeit, um diesen Run zu machen. Bei jedem hat es funktioniert. Alles. Ich habe noch nie so schnell Tricks einfach so gestanden hintereinander. Ja, ich hoffe, dass der Film junge Kids inspiriert, mehr rauszugehen, auch gerade Skaten anzufangen, einen Zusammenhalt mehr gibt, auch dieses, hey, wir supporten uns gegenseitig. Wenn du wirklich für was brennst, lass es dir nicht ausreden, mach dein Ding. So, man muss so drauf hören, was einen glücklich macht, weil wir leben halt nur einmal. Leute, geht in die Kinos, guckt den Film, geht mit euren Freunden, erzählt es euren Freunden. Wir hoffen, wir können euch überzeugen. Sagt Bescheid, wie ihr ihn findet. Und geht skaten danach. Holt euch ein Board. Thank you.